Ist auf europäischer Ebene. Diese 28 Frauen und Männer entscheiden schon bald über wichtige Themen wie das Wohl und Weh des Euro, das Freihandelsabkommen mit den USA oder über europaweite Handygebühren. Also sehr mächtige Menschen, diese 28 EU-Kommissare. Jedes der 28 Mitgliedsländer darf einen Kommissar nominieren. Bevor der aber dann gemeinsam mit seinen Kollegen mit der Arbeit beginnen darf, müssen sie erst gemeinsam von dem Europäischen Parlament abgesegnet werden. Der neue Kommissionspräsident Juncker möchte seiner Mannschaft mehr Macht verleihen. Das wurde heute sehr deutlich. Doch als er heute verkündete, wer welche Aufgaben übernimmt, da wunderte sich so mancher über die neue Aufstellung in der Kommission. Bettina Schakus. Er musste alle Wünsche im Blick haben. Ausreichend Frauen sollten es sein. Rechts und links war zu berücksichtigen. Doch seine neue Kommission, betont Jean-Claude Juncker, werde nun unabhängig arbeiten von nationalen Interessen. Wir sind die Kommission der Europäischen Union und nicht die Ableger und die Befehlsempfänger nationaler Regierungen. Ich werde sehr aufmerksam und sehr wachsam in dieser Beziehung sein. Jean-Claude Juncker baut 7 mächtige Vizepräsidenten auf. Als rechte Hand holt er sich den erfahrenen Außenminister der Niederlande, Frans Timmermans. Der deutsche Günther Oettinger geht bei den Vizeposten leer aus. Der ehemalige Energiekommissar soll nun den digitalen Markt betreuen. Ein Abstieg und Bedeutungsverlust für Deutschland, sagen Kritiker. Ein Zukunftsbereich, meint er. Die digitale Welt ändert eigentlich alles. Und da muss Europa zusammenarbeiten. Wir müssen die Europäisierung der digitalen Agenda hinbekommen. Mit Netzpolitik hat sich Oettinger bisher keinen Namen gemacht. Die Internetgemeinde reagiert prompt mit digitaler Häme. Eine glatte Fehlbesetzung sei der Unionsmann mit Ahnung von gar nichts. Die deutsche Bundesregierung hätte eben nach der Kompetenz gehen sollen. Es gibt ja auch in Deutschland viele Netzpolitikerinnen, die ambitioniert sind. Und die Kommission sollte ja auch einen größeren Frauenanteil bekommen. Und jetzt einfach Göttinger wieder zu nominieren, völlig unabhängig vom Thema, halte ich für eine falsche Entscheidung. Besonders umstritten der rechtsnationale Tibor Navracsics als Bildungskommissar. Er hatte als Justizminister in Ungarn die Pressefreiheit empfindlich eingeschränkt. Kritisiert wird auch Pierre Moscovici. Er soll das wichtige Wirtschafts- und Währungsressort übernehmen. Als Finanzminister konnte der Franzose die EU-Schuldenbremse nicht einhalten. Dass Pierre Moscovici jetzt den Euro stabilisieren soll, ist wirklich ein Skandal. Da macht man den Bock zum Gärtner. Er hat als französischer Finanzminister es nicht ein einziges Mal geschafft, die Kriterien des Stabilitätspaktes einzuhalten. Gerade diese umstrittenen Politiker wird das Parlament in Anhörungen auf Herz und Nieren prüfen. Einfach abgenickt wird das Personalpaket nicht. All die einzelnen Mitglieder, Bewerberinnen und Bewerber müssen sich jetzt hier in den Fachausschüssen einer sehr kritischen Überprüfung stellen. Das ist jetzt zunächst mal die Stunde der Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Die Personen, die er heute benannt hat, würden am Ende ihre Jobs auch bekommen, hält Jean-Claude Juncker selbstbewusst dagegen. Ich bin das ja gewohnt, dass nicht jede Ernennung sofortige, spontane Zustimmung. Sehe ich aus wie ein Opfer? Nein. Nein, tönt Jean-Claude Juncker, denn er führe eine Siegerkommission an. Aber eines wird er erst einmal beweisen müssen, dass seine bei vielen Menschen unbeliebte Brüsseler Riesenbehörde auch bürgernahe Politik machen kann. Juncker krempelt die EU-Kommission um. Ein Kommentar von Christian Feld vom Westdeutschen Rundfunk. Achtung, eine kurze